Warum muss man sich mit so einem Kongress auseinandersetzen? Die sitzen da, erzählen sich was vom anstehenden Crash und verkaufen sich Gold. Warum ist es ein Problem? Ich begrüße euch und Sie im Namen von Moment mal Wiesbaden. Wir sitzen heute hier im schönen Festsaal im Rathaus. Das Rathaus ist ein Ort gesellschaftlicher Debatten und Kontroversen und wir beschäftigen uns heute auch mit einer Kontroverse, nämlich mit dem Wertekongress Go for Gold, der Mitte September im Rhein-Main-Kongresszentrum stattfinden wird. Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner hier, Paul Henninger von Spiegelbild Wiesbaden und Fabian Jelonek von Acht Segel. An Fabian meine allererste Frage. Wertekongress Go for Gold ist ein ungewöhnlicher Name. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, also als wir die Anfrage bekommen haben, hier mitzumachen, haben wir erstmal so ein bisschen geschluckt und dann haben wir gesagt, das ist ein richtig spannendes Thema, weil wir es hier mit einem Kongress zu tun haben, der sich vordergründig um Anlagestrategien und ähnliche Themen dreht. Wir aber ganz genau wissen aus unseren Beobachtungen, dass dort unterschwellig ein Weltbild propagiert wird, was, wenn man es umsetzen würde, bedeuten würde, dass die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie kennen, mit unserem Grundgesetz nicht mehr gelten können würde. Also das, was diese Leute machen, ist ein radikaler Bruch mit dem Sozialstaat, ist die endgültige Abschaffung des Sozialstaats. Und sie gehen noch weiter, sie verknüpfen das nicht nur mit sozialen, wirtschaftspolitischen Themen, sondern eben auch mit Fragen der Demokratie, also der Frage, wer ist eigentlich wahlberechtigt, wer ist mitspracheberechtigt in unserem Land. Ja, und das ist die Herausforderung, dass wir es mit einem Kongress zu tun haben. Man sagen könnte, sowas findet doch ständig statt, irgendwie so ein Branchenkongress, ein Wirtschaftskongress. Und wir hier aber mit dieser Kampagne den Versuch machen wollen, genau diese andere Seite herauszuarbeiten. Also wir werden quasi nicht, wenn die von Wertekongress sprechen, dann meinen die mit Werten eben den Goldhandel, den sie da propagieren. Das, was wir darunter verstehen, ist aber die antidemokratische und mitunter rechte Gesinnung, die dort als Wert propagiert wird. Und damit wollen wir uns in der Kampagne auseinandersetzen. Und genau, das wird quasi das Ziel sein. Und dazu führen wir dann beispielsweise Gespräche mit Andreas Kemper, der eben sich schon ganz lange mit der Szene auseinandergesetzt hat und das sehr detailliert darstellen kann, wo eben die Demokratiefeindlichkeit in diesem Programm lauert, was da propagiert wird in Wiesbaden. Bei Goldhandel denkt man ja vielleicht erstmal nicht daran, an Demokratiefeindlichkeit, aber es gibt ja eine lange Tradition auch innerhalb der extremen Rechten beim Thema Goldhandel. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, das wird augenscheinlich, wenn wir uns anschauen, dass die Alternative für Deutschland in ihren Anfangsjahren beispielsweise ihre Parteifinanzierung auf dieses Thema Gold fokussiert hat. Inzwischen ist dieses Modell untersagt worden, zu Recht, weil es im Prinzip eine Erschleichung von Parteienfinanzierung gewesen ist. Aber auch so ist dieses Thema Gold der politischen Rechten deshalb so wichtig, weil sie quasi GegnerInnen von staatlicher Steuerung sind, weil sie GegnerInnen davon sind, dass wir beispielsweise Zentralbanken haben, und dem setzen sie dann eben ein Modell gegenüber, das eben auf Werte wie Gold oder Silber setzt, also auf Edelmetalle. Das zeigt sich aber auch in personellen Verknüpfungen, also dass zum Beispiel der heutige Vorsitzende vom Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag, Peter Böhringer, AfD-Mitglied, dass der früher eben genau in dieser Szene unterwegs ist, die sich jetzt in Wiesbaden trifft. Er war dort bekannt als der Goldjunge, hat also genau dieses Programm auch gemacht und gefahren.
Der hat dann zum Beispiel auch, also in dieser Goldanlegerszene wird ja quasi als Propagandamittel, als Werbemaßnahme Nummer eins ein Krisenszenario immer aufgemacht, ein Untergangsszenario. Und das hat eben auch Peter Böhringer gemacht. Der hat damals dann Mails verschickt, wo er gesagt hat, 2018 wird es in Deutschland einen Bürgerkrieg geben und darin wird Deutschland untergehen. Und ja, zumindest ich habe von diesem Bürgerkrieg nichts mitbekommen. Aber das ist eben die Masche dieser Szene, dass sie ganz stark über dieses Thema Angst kommen, dass sie ständig vom Untergang schwadronieren, dass sie dazu auch behaupten, dass in den Medien Informationen vorenthalten würden, also dass sie auch quasi Misstrauen in die Medienlandschaft und in die Politik sehen. Mhm. Paul, ihr habt euch zuletzt auch öffentlich schon kritisch geäußert im Rahmen einer Pressemitteilung des Bündnisses für Demokratie. Wie lautet eure konkrete Kritik als Spiegelbild an diesem Kongress? Da muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Also wenn man sich die Rednerliste anguckt, dann stolpern wir da vor allem über Max Otte und Daniele Ganser. Daniele Ganser ist also einer der bekanntesten Verschwörungen und verbreitet immer wieder einerseits die These, alle möglichen Ereignisse seien eine False-Flag-Aktion von CIA und NATO und USA. Und andererseits stellt er auch oder ja, stellt er immer wieder raus, dass die Medien unterwandert seien, ihnen sei nicht mehr zu vertrauen, wir würden alle manipuliert. Und er ist also einer, der das perfektioniert hat als der Fragensteller, derjenige, der die kritischen Wahrheiten ausspricht, aufzutreten und sich dann aber ungern auch klar festlegt. Max Otte ist, der war jetzt kürzlich in den Medien, dadurch, dass er jetzt nicht mehr im Stiftungsbeirat der Desiderius Erasmus Stiftung sitzt, also dieser AfD-nahen Stiftung, sondern jetzt neuerdings ist er jetzt zum Chef der Werteunion gewählt worden. Aber ganz abgesehen davon ist es also auch jemand, der einerseits oft als Crash-Prophet rezipiert wird, also jemand, der einerseits oder im ersten Schritt den Zusammenbruch der Weltwirtschaft voraussagt und dann aber auch gleichzeitig ein Geschäftsmodell damit verbindet, nämlich in seinem Fall Fonds, die dann vorgeblich so gemanagt werden, dass man dann halt den Verlust seiner Anlage vermeiden kann oder vielleicht noch Profit schlägt. Und andererseits ist es aber auch jemand, der bei verschiedenen Querdenken-Demos jetzt aufgetreten ist und auch immer wieder mit Aussagen auffällt, die also demokratische Institutionen und auch glaubwürdige Medien in Frage stellt. Also wir bezeichnen dann zum Beispiel auf Twitter ARD und ZDF als Propagandamedien gegen die Freiheit oder so. Und dann werden dann halt gerne auch solche Begriffe genutzt, die auch anschlussfähig sind, einfach für Leute mit einem geschlossenen verschwörungsideologischen Weltbild, also dann ist die Rede vom Great Reset oder von den Mainstream-Medien oder dem Mainstream als Feindbild. Und wenn solche Verschwörungsmythen propagiert werden, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Corona, dann werden oft auch antisemitische Ressentiments transportiert und das ist alles einfach gefährlich und eine Gefahr für die offene Gesellschaft. Problematisch finden wir vor allem die Demokratiefeindlichkeit, die da zu befürchten steht und auch das Transportieren von krudesten Verschwörungsmythen einfach. Jetzt ist schon mehrfach auch der Verweis auf die AfD gekommen. Sollte man erstmal denken, gibt es vielleicht gar keinen Zusammenhang, aber tatsächlich gibt es ihn auch hier in Wiesbaden. Also Anfang 2018 hat es ja hier eine Veranstaltung gegeben mit Thorsten Schulte, dem Silberjungen. Fabian, du warst vor Ort, kannst du dazu was berichten? Das war eine Veranstaltung der AfD Wiesbaden, damals noch unter Robert Lamprou, dem Landessprecher. Wie bewertest du diese ideologischen Schnittmengen und was wird da verkündet? Ja, also auf der Veranstaltung ist eben Thorsten Schulte
aufgetreten. Er inszeniert sich im Prinzip als jemand, der, also er kündigt sich selber dann auch so an nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt mal ein paar Stunden lang die Wahrheit, ich erzähle euch das, was ihr woanders nicht hört. Und dann redet er eigentlich sehr viel über sich selbst und erzählt, wie welche Probleme er hat, seine Bücher zu verkaufen. Er kommt dann sehr schnell dazu, dass er wegen dieser vermeintlichen Probleme, eigentlich sind es nur Problemchen, also dass irgendwie sein Buch nicht im Schaufenster steht oder so, aber das reicht ihm schon, um sich dann mit Sophie Scholl zu vergleichen, mit Kurt Tucholsky zu vergleichen, also sich quasi zu inszenieren, als wäre er Verfolgter in einer Diktatur. Und das ist dann im Prinzip auch so ein bisschen die Kernaussage, wo er hin will. Ne? Er will sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Diktatur. Und da trifft er sich natürlich wunderbar mit einer AfD, die eben auch ganz offen von der Merkel-Diktatur spricht, die eben auch offen die Systemfrage stellt. Spannend ist, du hast es gesagt, dass so jemand dann von Robert Lambrou eingeladen wird, weil der zumindest öffentlich ja immer so tut, als wäre er quasi der Superdemokrat in der AfD. Ich glaube, so eine Einladungspolitik zeigt, dass das nur Fassade ist und dass Robert Lambrou eben tatsächlich auch für ein Weltbild steht, was mit unserer mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Ja, und vielleicht noch kurz, warum ist Thorsten Schulte jetzt wiederum interessant im Zusammenhang mit diesem Go4Gold-Kongress? Wir bei Achtsegel, und ich weiß, dass es auch viele Kolleginnen so machen, wenn wir über diese, über solche Kongresse und Co. uns damit beschäftigen, wir fassen das Thema ein bisschen weiter und sagen, es gibt da eigentlich eine ganze Szene, die in dieser Richtung unterwegs ist, die eine gemeinsame ideologische Basis hat. Und da zählt dann eben auch Thorsten Schulte dazu, auch wenn er der Silberjunge ist und den Leuten Silber empfiehlt statt Gold. Aber dieses Ganze drumherum, also diese Vorstellung, diese Idee quasi, dass man die Demokratie abschaffen muss zugunsten von einem Hyper- oder Turbokapitalismus, die verkörpert eben auch Thorsten Schulte und auch diese Rhetorik vom ständigen Untergangsszenario verkörpert eben auch Thorsten Schulte. Und das passt eins zu eins zur AfD. Und wir denken nur an Aussagen von Björn Höcke, dass quasi die AfD die letzte evolutionäre Chance sei, Deutschland zu retten oder so. Da steckt ja genau dieser Untergangsgedanke dahinter. Vielleicht nochmal eine Frage an dich. Viele würden sich ja vielleicht wundern, warum muss man sich mit so einem Kongress auseinandersetzen? Die sitzen da, erzählen sich was vom anstehenden Crash und verkaufen sich Gold. Warum ist es ein Problem, nochmal da vielleicht zugespitzt drauf zu achten? Na, da steht zu befürchten, dass da staatliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Akteure und Medien und so weiter delegitimiert werden. Dass also die Erzählung verbreitet wird, wie wir in der Diktatur leben und da gelte es jetzt, da Widerstand zu leisten. Und dann werden eben mit solchen Verschwörungsmythen auch immer wieder antisemitische Ressentiments transportiert. Ja, und das ist einfach hochproblematisch. Mhm. Ja, wir haben jetzt schon mal reingeblickt in das, was beim Wertekongress Gegenstand sein kann, sein wird. Wir machen das noch vertieft. Als Moment mal Spiegelbild Achtsegel. In welche Richtung gehen eure Beiträge, Fabian? Wir werden so eine kleine Podcast-Reihe machen und haben eben gesagt, weil es so ein schwieriges Thema ist, verlassen wir uns da nicht nur auf unsere eigene Expertise, sondern wir holen uns Gäste dazu, die sich schon ganz lange mit dieser Szene auseinandersetzen und werden das Thema dann auch aus verschiedenen Richtungen besprechen. Also wir haben den Soziologen Andreas Kemper, der sich viel mit den Verbindungen der Szene in die AfD hinein auseinandergesetzt hat, aber auch viel mit den Verbindungen hinein in alte, reiche Familien in Deutschland, die schon über die Nazi-Zeit quasi das Geschäft gemacht haben. Also
Solche Themen werden wir zum Beispiel mit Andreas Kemper besprechen. Wir holen uns aber auch Leute da rein, die wirklich die wirtschaftspolitische Ahnung mitbringen, die wir selber nicht haben, und werden mit denen dann auch wirklich mal dieses Geschäftsmodell beispielsweise besprechen und darüber diskutieren, ist das jetzt eigentlich so sinnvoll mit diesem Goldanlegen, und was versteckt sich eigentlich hinter diesem Krisenszenario, warum ist das so präsent in dieser Szene? Solche Themen werden wir mit unseren Gästen diskutieren. Was werden eure Beiträge sein? Ja, wir wollen nochmal beleuchten, also was es genau damit auf sich hat mit diesen Verschwörungsmythen und dem Zusammenhang zu Antisemitismus. Und da eben über die Funktionen und Wirkungsweisen und auch darüber, was haben eigentlich Leute davon, sowas zu glauben oder sowas anzuhängen, eingehen. Und auch nochmal dabei die Frage beleuchten, die oft so ein bisschen strittig scheint in öffentlichen Debatten, wo fängt eigentlich Antisemitismus an? Wie ist der zu erkennen, wenn eben auch nicht unbedingt explizit von Jüdinnen und Juden die Rede ist, was ja, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, gerade im deutschsprachigen Raum eher tabuisiert ist. Und ja, Antisemitismus heute meistens in Formen auftritt, in denen es eben nicht so offen kommuniziert wird. Mhm. Und diese und weitere Beiträge werden wir auf der Kampagnenseite falsche-propheten.gold ab 25.08. um 12 Uhr veröffentlichen. Wir hoffen, ihr schaut oder sie schauen dann rein.